Strom haben wir in Schleswig-Holstein ja eh im Überfluss von den Windparks. Das Problem ist nur, es mangelt bis jetzt noch an Möglichkeiten, ihn abzutransportieren. Der bleibt dann oft einfach ungenutzt. Aber bei diesem Problem tut sich was. Man fragt sich nur fast ein bisschen, warum das eigentlich so lange gedauert hat. Denn eigentlich weiß man ja schon seit der Erfindung der Elektrizität, dass Strom Wärme erzeugen kann. Naja, jedenfalls machen die Stadtwerke Neumünster genau das ab jetzt im großen Stil. Mit einer Leistung von 20 Megawatt soll dieser Elektrodenkessel die starken Schwankungen im Stromnetz ausgleichen. Und zwar, indem er den überzähligen Strom in heißen Dampf umwandelt. Die Wärme können die Stadtwerke Neumünster dann in das lokale Fernwärmenetz einspeisen. Energieminister Robert Habeck kam am Nachmittag, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Das ist die Zukunft, dass der Strom verwandelt wird in andere Energieformen, in diesem Fall Wärme, Batterien wären auch denkbar oder Wasserstoff. Und er wird bezahlt, entlastet unsere aller Stromkosten und wir sparen Kohle in diesem Fall ein, um Wärme zu produzieren. Ab sofort kann die Anlage 20.000 private Haushalte und Unternehmen mit Fernwärme versorgen.